Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen kleinen Projekt, Let's Play, was auch immer. Pokémon Trading Card Game Online oder Sammelkartenspiel, aber das hört sich langweilig an. So, wir haben hier ganz coole Bilder, die tatsächlich wirklich cool aussehen, ja. Vor allen Dingen er hier. Ich weiß leider nicht, wer das ist. Ist das nicht? Nee, keine Ahnung. Ja, Pokémon Trading Card Game Online ist ein kostenloses Spiel, was man sich so holen kann. Muss man sich halt anmelden und dann kann es losgehen. Ich bin jetzt hier noch Level 0, weil man irgendwie nach Leveln mit den. Warte, wo bin ich gerade raufgegangen? Ups. Ah, hier war das, ne? Ja, genau. Level insgesamt, keine Ahnung. Da habe ich einmal mit dem Themendeck Wasser, habe ich glaube ich einmal gespielt. Ne, zweimal muss ich gespielt haben. Und dann kriegt man erst die Level. Ich spiele halt mit meinem eigenen Deck. Hier, die Statistiken habe ich schon ein paar Stunden, ne? Also eine und 46 Minuten. Also ist noch nicht so lange. Bin noch nicht so lange dabei. Und, so, ich zeige jetzt nochmal schnell, wie das hier aufgebaut ist für die, die es nicht kennen. Ist ziemlich cool. Ich wollte schon immer, ja, Pokémon-Karten irgendwie kämpfen, aber ich hasse halt nie einen und habe mir auch mal Decks erstellt, also jetzt ne, in Real Life nicht hier über dieses Online-Dings, habe mir Decks erstellt und ja, hat mir mal Spaß gebracht und jetzt, das gibt's schon länger, ich weiß, und das ist jetzt irgendwie erst diesen Monat rausgekommen, das neue Update oder was auch immer. Man hat jetzt auf jeden Fall hier die ganzen Karten. Die habe ich jetzt hier, ich kann sie hier so machen, den kann man einmal schnell durchgehen, die habe ich alle, glaube ich. Wobei ich nicht verstehe, dass das alle sind, weil manche habe ich hier nicht drin gefunden, die ich beim Deck erstellen machen konnte. Da hat man hier die Trainer, Energie, Booster Packs, Spielerlebnis, das sind die Münzen, da kann man sich andere Münzen kaufen und halt einen Avatar kann man sich erstellen, aber das ist ja. Die kann man hier kaufen, Booster. Hier gibt es jetzt neue, die für 2,50 ein Booster mit Nebulak. Drei Booster mit Vivillon oder dieses Themendeck. Sonst kann man einfach noch, ja, so ein Themendeck oder ganz normal für 200 Münzen halt. Und hier sind ganz viele Themendecks bis hier unten noch. Zwischendurch mal so eine Packs. Das ist hier dann, ich glaube, von den neuen und hier ist von X und Y. Ich glaube, X und Y sind nicht die neuen, ne? Weil wenn das noch neueste ist und das hier die neuen sind, müssten die ja nach X und Y gekommen sein, ne? Hier hat man halt noch die hier von X und Y. Ich überlege mir, einen von denen zu holen. Eigentlich den, weil Xerneas halt richtig cool ist. Aber mal schauen. Dann gucken wir noch einmal kurz, das ist hier das Deck, keine Ahnung, woher ich das habe. Das hat man bekommen. Da habe ich halt einfach Wasser und das ist mein Wasserdeck. Einmal habe ich da noch Bisof. Ich muss so rüber, ernsthaft. Bisofunk habe ich da noch drin. Und sonst halt paar Karten. Die werden wir gleich in Action sehen. Habe halt viele Energiekarten, weil. Ja, ich habe noch nicht so viele Wasser-Pokémon, ne? Wie das mit dem Tauschen ist, habe ich noch nicht geguckt. Könnten wir eigentlich mal machen. Meine Tauschung wurde. Wo ist denn Tauschangebote? Hä, bin ich blind? Wo sind denn. Ach, da! Öffentliche, private, öffentlich. Hier gibt es halt so krasse Sachen, ne? Ich habe auch schon Gegner gehabt, die hatten Ex-Karten. Und ich bin da mit meinem Otero gewesen. Und hatte halt gar keine Chance. Was ist, wenn ich jetzt. An Ansicht vergrößern? Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Ja. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal nicht. Da muss ich mich selber erstmal durchblicken, muss ich da erstmal, ja. Und hier hat man halt noch kleine Einstellungen, Audio, Sound, ja, ist Audio. LOL. Das weiß ich nicht, das war eben noch nicht da, wenn man im Spiel ist. Und hier hat man halt Quick Match, ich glaube, das ist gegen Computer. Anleitung Turniere, das weiß ich nicht, ob das gegen Computer oder online ist. Auf jeden Fall, wenn man hier ist, ist es auch gegen Computer, kann man halt einstellen. Vielleicht nochmal schwierig.
hat man hier die, ne, Feuer, Wasser und Pflanze und kann den Gegner. Ich habe einmal auf normal gegen diesen Sech-Typen gespielt und ja, hab gewonnen. Super, ich weiß. Und dann hat man noch den Versus-Modus, den spielen wir jetzt. Ich habe 80 Blitze und da habe ich halt 25 hier bekommen, 30, ne, bei 30 die Kiste, 50 zwei Karten, hier so ein Chiller Bell und Pico Chiller, dann 50 und ja, die hier kriege ich gleich, das sind Turniere, dass ich Turniere machen kann. Und da kriege ich ein Nachtara, so ein cooles Nachtara, was halt so mega cool leuchtet. Und ich glaube, dafür habe ich noch 2 Tage Zeit, also 2,5 Tage würde ich sagen, ne? Hat man hier noch ein Darkrai X, das will ich unbedingt haben. Aber 210 werde ich hinkriegen, weil ein Kampf dauert meistens nicht so lange. Dieses hier will ich auch gerne haben. Das sind die drei halt einfach. Hier kann man kurz durchgucken. Und hier hinten kommen halt noch voll coole Sachen. Hier hat man noch ein Darkrai. Aber ist das dasselbe, oder? Warte, kriegt man das zweimal? Kann man das tauschen denn oder was? Das kann sein. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es dasselbe ist. Hier kriegt man halt 5 Booster, aber es ist 1670 und ein Spielsieg ist 10. Also dauert ziemlich lange, da die Punkte zu sammeln. Vor allem die hohen. Und Erdendeck, Feuer, Wasser, Elektro. Man findet hier so schnell Leute, das ist echt unfassbar. So, um es schnell zu erklären. Hier hat man halt die 60 Karten, die im Deck sind. Das da unten, weiß ich tatsächlich überhaupt nicht, was es sein könnte. Und ja, hier haben wir die Zeit. Ich habe natürlich keine Basis-Pokémon. Er auch nicht. Oh, das ist interessant. Okay. Wenn der Gegner keine hat, darf man ja eine extra ziehen. Und jetzt dürfen wir beide eine extra ziehen oder bleibt das einfach ausgeglichen? Okay, wir haben schon mal eins. Und zwar Froxy haben wir. Hätten wir bloß Shell, wie heißt das? Shellcrab oder so. Hätten wir das bloß bekommen, dann hätten wir. Und dieses ist so stark, ne? 80 um 20 haltet sich, ne? Hätten wir das bekommen. So, ja. Mal schauen, können wir jetzt noch eine extra ziehen? Er hat einen Arktos. Er hat gleich einen Arktos. Aber das ist das Schlechtere. Also, ich finde, es ist schlechter als das andere. Wir tun einfach mal eine Karte rauf. Ich bin tatsächlich noch nicht so. Bin tatsächlich. Ah ja, als Erster kann man ja nicht angreifen. Bin tatsächlich noch nicht so ganz drin. Vor allen Dingen mit dem Deck ist es halt wirklich schwer. Ich habe halt nicht viele Karten und auch nicht so die Mega-Karten. Und wenn der jetzt gleich hier. Weiß ich nicht, was für Karten noch rausholt. Das Arktos hat man eigentlich. Ich weiß nicht, woher man das kriegt. Das hat man aber irgendwie immer. Schlafen wir erstmal, kriegen natürlich Zahl. Und mit Rechtsklick kann man hier mal drauf und schön gucken. Die Frage ist, eigentlich brauche ich hier nichts machen. Weil wenn ich Quajutsu habe, der braucht nur eine Wasserkarte. Und da ich eh nicht angreifen konnte, ist das egal. Er hat Tirno, darf drei Karten ziehen. Und hat da. Ah, das Lapras, das ist auch stark. Das habe ich auch in meinem Deck drin. Ich glaube, er hat so ein Deck ungefähr wie ich, nur er hat noch ein paar andere mit reingenommen. Okay, wir sind gleich aufgewacht und hoffen, dass wir einen guten kriegen. Ah, ist egal, er stirbt eh gleich, ne? Oder macht er mich. Guck mal. Alter, der macht gleich so viel Damage. Wenn er Glück hat, zumindest. Da habe ich nicht so viel Chance. Man kann halt auch so rauf gehen, es ist aber nicht so groß, als wenn man da so rauf geht und man kann dann noch dahinter gucken. Man kann eigentlich so viel hier machen, das ist voll cool gemacht. Wenn man hier rauf geht, kann man noch Game Chat oder ja, das, was passiert ist, aber ja. Hier ist der Chat. Ich habe mich schon gefragt, wo der eine letztes Mal einen Chat reingeschrieben hat. Habe ich mich ein bisschen gewundert. Dachte so, hä, wie kann der einen Chat schreiben?
Ja, hab den Enter- und Leertaste gedrückt, passierte nichts, dachte mir, egal, brauchst du eh nicht. Oh, oh, shit. Hätte ich das überlebt? Ja, ne? Ja. Ja, ich habe schon verloren. Das war schnell. Das war eine schnelle Runde. Hatte halt kein Basis-Pokémon mehr, ne? Ist halt auch ein bisschen glückabhängig. Oh, er hat Elektro-Pokémon. Wobei meine haben eigentlich nur Pflanze als Schwäche. Außer das Carpador und Gyarados. Nein, wir möchten nicht anfangen. Anfang ist dumm. Drückt nie anfangen. Holt euch das Spiel, ja, und drückt nie anfangen. Das ist sehr wichtig. Dein Gegner hat kein Basis-Pokémon. Das ist sehr gut. Das heißt, wir dürfen gleich nochmal eine Karte extra ziehen. Da wird man sogar noch gefragt, ob man das möchte. Alter. Er hat so eine Hälfte hier. Krasser Scheiß. Wenn man unter Freunden ist, kann man natürlich Nein drücken. Ne, man will keine extra ziehen, aber so, ne, macht man das sehr gerne. Oh nein. Oh Gott. Mann, wie heißt der? Zwodronin. Ist tatsächlich ziemlich klein, ne? Wenn man da so. So ist es natürlich lesbar und so noch besser. Er hat ein Pikachu. Ist in Ordnung. Ich habe halt hier Metall als Schwäche. Äther, was macht der Äther? Okay. Wir ziehen mal drei Karten. Schau mal. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Können so machen. Können. Wollen wir. Ich muss ja eigentlich ihm die Karte geben, ne? Das wäre sonst dumm. Ich könnte es halt auch ihm geben, aber wir geben es mal Lapras. Und Seefahrer bringt mir nichts, ne? Oder? Kann ich das einsetzen? Ich hab doch gar keine, oder? Ich hab doch gar keine. Wollte ich doch sagen. Das bringt doch gar nichts. Oh, wen hat der da jetzt? Voltenso? Okay. Wow, er hat aber nicht viel Angriff. Er braucht halt auch nur zwei Energiekarten. Oder verbogene Löffel. Okay. Boah, das war laut. Das war laut auf dem Headset gerade. Er macht 10 Schaden. Das ist sehr, sehr nice auch. Hier haben wir meinen Quajutsu. Guck, eins brauchst. Wenn wir eine Energiekarte weglegen von unserer Hand, machen wir halt noch 3 extra plus die 50 hier. Mega nice. So. Wir könnten jetzt angreifen, ist aber egal. Denn wir töten ihn sowieso nicht. Denn diese Attacke funktioniert so. Wir kriegen 10 auf jeden Fall. Und halt 40, weil wir 2 noch drauf haben. Also 50. Heißt, er stirbt nicht. Hätten wir jetzt angegriffen, wäre es halt egal, ne? Heißt, wir warten einfach noch die. Ich hätte noch die drei Karten ziehen können. Vielleicht kriegen wir hier. Wie heißt denn der nochmal? Amphizil. Die haben alle so komische Namen in den neuen Gems, ne? Alter, ist das laut, wenn der angreift. Was war das jetzt? Okay. Verändert alle Effekte, einschließlich Schaden. Dann ist mir das egal. Wir kriegen Otaro. Noch eins. Und tun ihn dann noch rauf und dann. Hydropumpe. Ciao. Erstes Pokémon ist. Was? Okay, ich habe gerade nicht aufgepasst. Was ist. Hä? Hä, Digga, was? Da stand doch. Hä, das. Hä, ich verstehe es nicht. Hä, wartet mal. Alle Effekte. Tatsächlich weiß ich gerade nicht, warum. Jetzt ja, okay. Weiß ich nicht. Habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Okay, wir kriegen den Brief. Das heißt, wir können
können uns hier, wie heißt es jetzt, Energiekarten holen. Aber nur Basis, ne? Basis-Energiekarten. Dazu zählen die doppelten nicht. Heißt, wir können ihnen die doppelten nicht geben. Also wir könnten schon, aber ne, können wir nicht. Oh mein Gott. Einen schönen Biss. Mist, ich halte gar keinen Biss mehr aus, ne? Wir können das machen. Wir machen mal das und ziehen einfach mal zwei Energiekarten. Wieso nicht? Und tun ihn denn noch eine rauf, damit wir das Wort Tensor auf jeden Fall weg haben. Das will ich nicht haben. Piss dich. Weiß ich nicht, ob der das nicht bedacht hat, dass ich den einfach noch eine geben kann. Bell war drei Karten, ne? Oh ne, doch nicht. Ah, das bringt mir nichts, weil ich halt viel mehr als drei habe. Was kann denn ein Miltank? Wenn du mindestens eine Phase 2 Pokémon. Warte, was? Wie wird das? Eine Phase 2 Pokémon? Okay. Fügt es 70 weitere. Hat er in Phase 2? Nee. Er hat aufgegeben, würde ich sagen. Das wird hier noch so ein Rad. Okay, wir kriegen leider das. Das habe ich schon. Ich glaube, wenn man alle Eimer hat, kriegt man irgendwas Besonderes. Glaube ich. Ja, meistens kriegt man ein so ein Dings, was halt nichts bringt. Ja, wir haben 120, brauchen 200. Und man kriegt ein. So, jetzt weiß ich tatsächlich nicht, wie lange ich schon aufnehme. Okay, ich habe kurz nachgeschaut. Ich würde sagen, das reicht für den ersten Part. Ich würde auch sagen, wir halten die auch nicht so lange. Also knackige. Ich habe erst überlegt, so einen Kampf zu machen, aber wenn dann halt abgebrochen ist, muss man ja so noch einen machen, sonst wäre der Part nachher, wenn er nach 2 Minuten abbricht, 2 Minuten lang. Ja, man merkt schon, oder? Wir gehen mal hier hin. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Ja, man merkt es vielleicht, ja. Hier ist auch ein bisschen. Ich habe auch schon mal ein paar coole Taktiken hatte ich schon. Da haben die Gegner auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Und die haben dann auch verloren. Und das ist halt so. Ich wollte ja mal, weiß ich nicht, Pokémon Omega Rubin oder so online machen, aber da ich keine Capture Card habe, müsste ich halt abfilmen und das wäre schlecht. Und das ist zwar nicht das gleiche, aber auch hat was mit Pokémon und Kämpfe zu tun und das bockt auch. Mir zumindest. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das hier alles gefallen. Und ja, wenn ihr euch das auch holt, könnt ihr gerne euer, ich weiß nicht, was man alles braucht. Wir können ja kurz mal. Ich glaube, man braucht nur den Namen. Ich habe das halt erst seit heute, seit ja, 2 Stunden jetzt knapp. Und ja, schreibt einfach euren Namen in die Kommentare, falls ihr kämpfen wollt. Und dann kann man mal einen Kampf machen. Muss auch dann nicht aufgenommen werden, wenn ihr das auf jeden Fall nicht wollt. Falls ihr euch die Blamage nicht geben wollt. LOL. Nein, ich gucke auf jeden Fall nochmal wegen Tauschen. Und ja, mal schauen, ne? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal und ciao.